Hallo ihr Leute, die ungefähr zwischen 1990 und 2000 geboren sind. Hatten wir nicht die beste Voraussetzung für eine wunderbare Kindheit? Lehnt euch zurück, hört mir zu und lasst die Erinnerung an diese Zeit in euch aufkommen. Das komplette Fernsehprogramm von RTL 2 und Super RTL hat uns damals den Tag versüßt. Das waren noch Serien. Hier sind einige, die ihr bestimmt früher auch geschaut habt. Da hätten wir One Piece, Kickers, Yu-Gi-Oh!, Pokémon, Digimon. Naja, okay, das war für die eher nicht so cool. Naja. Dragon Ball, Dragon Ball Z und einige von euch sogar den Anfang von Dragon Ball GT. Sailor Moon. Für die Mädchen. Hoffentlich. Das waren zumindest die besten Serien auf RTL 2, aber es gibt ja auch noch Super RTL. Da gab's unter anderem SpongeBob, Cosmo und Wanda, Hey Arnold, Henriette, Goldene Kette, dil-dil-dil-dil-dim, Disneys große Pause und TJ war eh der coolste, sind wir uns einig. Gummibären hüpfen hier und dort und überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären. Dann gibt's ja noch Jimmy Neutron und typisch Andy. Oh mein Gott, ich wollte immer so cool sein wie Andy. Powerpuff Girls, Bob der Baumeister von mir aus und. Das sind alles Dinge aus unserer früheren Kindheit, an die wir uns gerne noch zurückerinnern. Und die Glotze war natürlich noch nicht alles. Wir hatten dann noch die Spielekonsolen wie Nintendo 64, PlayStation, GameCube und natürlich das Beste vom Besten, den Gameboy. Aber heutzutage verliert es ja alles an Wert. Ich meine, die ganzen 12-jährigen Kinder lassen sich Spiele ab 18 kaufen und pusten sich gegenseitig bei Call of Duty die Birne weg. Aber was ist eigentlich eure Lieblingsfigur? Egal, ob sie jetzt aus irgendeinem Spiel kommt oder aus irgendeiner Serie, schreibt es in die Kommentare. Und vor einigen Tagen habe ich im Internet ein Bild gesehen, das blende ich euch hier kurz ein. Das war meine Lieblingsfigur und wisst ihr noch, wie euch Pikachu in der gelben Edition immer hinterhergelaufen ist? Oh mein Gott, das war so süß! Und ja, mehr will ich auch gar nicht erzählen. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr denkt und dann sieht man sich im nächsten Video.